Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors. Am Ende des letzten Parts habe ich ja noch das Herzteil aus dem Siegelhain nachgeholt und da möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was wir alles so Schönes gefunden haben. Beim Edelschwert habe ich jetzt herausgefunden, das Edelschwert ist im Prinzip schon dasselbe wie das Ritterschwert von den Kombos her, aber es hat deutlich mehr Grundstärke und es hat wohl immer drei Sockel, die man benutzen kann. Wow, das hier hat starker Angriff plus, Combo 4 plus und Materialbonus. Dann haben wir einen Deku-Stab für Lana, ein normales Ritterschwert, das braucht kein Mensch mehr, und Schwert der Göttin mit Lichtbonus für Fei. Du kannst nur 10 Waffen derselben Art besitzen, dein Maximum ist erreicht, lege nicht benötigte Waffen ab. Oh, okay. Okay. Ja, das normale Ritterschwert hauen wir mal weg. Das normale Edelschwert nicht. Hier ist noch ein normales Ritterschwert, das nichts kann. Und hier ist noch ein normales Ritterschwert, das nichts kann. Und das kann nichts. Das kann einigermaßen was, aber im Vergleich zu den anderen kackt es auch ab. Deswegen hauen wir das auch mal weg und den Rest behalten wir. Upgrade 5, erhaltene Rubine. Ah, ich kriege auch Rubine davor. Dafür, oder wie? Weil ich die jetzt quasi verkaufe, oder wie? Oder? Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir haben wieder einiges Zeugs bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Da muss ich jetzt dann auch mal anfangen, in der Waffenkammer ein bisschen was zu machen, glaube ich. Vor allem bei Link, weil wir bei Link jetzt schon sehr, sehr viel haben. Also das nächste Mal, wenn wir wieder mit Link spielen, dann werde ich das auf jeden Fall machen. So, jetzt geht's weiter in Ocarina of Time am Todesberg nämlich. Dort wird Impa empfohlen. Wartet mal kurz mit... Ja gut, sie hat nur das Großschwert. Und ich denke mal, dann nehmen wir sie. Auch obwohl Sheik ein Herzcontainer finden kann und Impa nur ein Herzteil. Aber trotzdem werde ich dann Impa nehmen. Und wir gucken mal, was wir für sie so alles schmieden können. Eine bessere Kombo mit dem Großschwert. Ja, nehmen wir mal. Und noch eine... Ein Y dazu, okay. Noch eine bessere Kombo mit dem Großschwert. Nehme ich auch gerne. Vielen Dank. Beim vierten Mal einen X dazu, okay. Schwachpunktanzeige lässt sich leichter reduzieren. Ja, nehmen wir auch. Vielen Dank. Und das war's fürs Erste. Die anderen könnten auch einiges machen, aber... Lol, Fei kann ja jetzt ungefähr alles machen. Aber das wisst ihr ja inzwischen, das machen wir immer erst dann, wenn wir mit dem jeweiligen Charakter wieder spielen. So, beim nächsten Mal ist empfohlen Wasser, stimmt's? Deswegen machen wir das. Die Sora-Rüstung, sehr schön. Erhöht die Wirkung von Herzen etwas. Ja, nehmen wir mal. Warum nicht? Wir haben ja mittlerweile eigentlich so ziemlich genug Zeugs, dass wir uns das alles hier holen können. Das kostet ein Monsterzahn oder Metallplatte oder Lumpen oder noch eine Metallplatte oder mehr Metallplatten. Also da haben wir auch so viel Zeug, das machen wir jetzt auch mal. Und was macht das nochmal? Power-Up-Bomben für zwei Nachtschwärmerketten. Ja, können wir mal machen. Da haben wir zwar nicht so viele, aber machen wir trotzdem mal. Und Bogen brauche ich eigentlich nicht. Und den Rest machen wir eben erst dann, wenn wir den Charakter wieder spielen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann behalten wir auch ein bisschen mehr den Überblick. Ja, okay. So, Trainingsraum. Ich könnte sie auf Level 26 hochpushen. Dann würde sie so plus 70 Angriff kriegen. Es würde mich aber 113.000 Rubine kosten. Und das ist mir ehrlich gesagt immer zu teuer. Ich meine, wenn ich die alle auf 26.000 hochbringen will, dann bin ich irgendwann pleite. Da hebe ich mir, wie gesagt, meine Rubine lieber auf. Und ich meine, ich besiege ja eh immer fast alle Gegner. Deswegen... passt es schon. Wir kriegen auch so unsere Level-Ups. So. Die haben alle 104. Und was nehme ich da jetzt beim nächsten Mal? Starker Angriff plus oder Sockelbonus? Ich glaube schon starker Angriff plus, oder? Oder wartet mal, im Trankladen. Erbeutete Waffen haben noch mehr Sockel. Ja, eher mehr Sterne, oder? Wir haben jetzt auch genug silbernes Zeug. Also da kann ich eigentlich was hergeben. Ja, nehmen wir mal das. Nehmen wir
Einmal Volgas Helm, einmal Girahim, einmal Arrrr. Ne, zweimal die, weil das Standardgegner sind. Die kommen bestimmt noch öfter vor. Moblin kommt auch noch öfter vor. Ja. Also von den Megabossen wie Girahim, Volga oder so, oder Goma, will ich mir ein bisschen was aufheben, weil wir halt wahrscheinlich nicht so oft gegen die kämpfen werden, als gegen die Standardgegner. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir bereit für den Todesberg mit Impa. Jo, Wasserelement wird ja auch empfohlen. Und wir nehmen, wie gesagt, starker Angriff plus. Okay, los geht's. Leading a small force of Hyrulean soldiers, Impa stepped into one of the newly opened portals. The kingdom spread out before her seemed like the Hyrule she knew. Vertraut und doch ganz anders. Before long, she realized that they had traveled back to the era of the mythical hero. Der Held der Zeit aus Ocarina of Time, richtig. Impa began her search for the Gate of Souls. She sensed an evil presence on Death Mountain and set out for the ominous peak. Das sind jetzt mit Sicherheit auch Goronin dabei, hundertprozentig. Das muss ja so sein. Sonst ist alles, also alles andere würde mich enorm wundern. Okay, wir haben ein sehr rundliches Feld, das aber gar nicht mal so groß erscheint. Es gibt auch nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Festungen. Und 3 davon gehören uns, also wir müssen nur 5 andere Festungen einnehmen. Das ist eigentlich relativ wenig. Wir gucken mal, ob das wirklich so einfach... So einfach zu sein scheint, wie es hier aussieht, wieder mal 1000 Feinde besiegen. Ich frage mich, ob sich die Bedingungen für die Skulltula mal noch irgendwann ändern wird oder nicht. Besiege Darunia. Moment, was? Was? Warum? Niederlage Sheik Fleet oder dein Hauptquartier fällt. Warum zum Teufel müssen wir... Moment, kämpfen wir jetzt gegen Goronin? Es gibt noch eine Cutscene. Ich hoffe, da verstehe ich jetzt einiges mehr. Du hättest Link oder Lana begleiten können. Warum bist du stattdessen mir gefolgt? Du bist mir ein Rätsel. Wie viel weißt du wirklich über den Stamm der Shika? Sag, wer ist der Anführer deines Stammes? Das bist du, Impa. Richtig. Und in meinem Stamm gibt es niemanden namens Sheik? Entlarvt. Wer bist du also wirklich? Was willst du? Hilfe! Prinzessin Ruto ist in Gefahr! Ruto, die Prinzessin der Soras. Sie wurde von den Goronen entführt. Hey, was haben denn die Goronen jetzt? Dabei ist ihr Häuptling Darunia doch eigentlich so ein netter Kerl. Ja, eigentlich schon. Jemand namens Zelda ist hier aufgetaucht. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Zelda! Prinzessin Zelda ist hier? Das sollten wir uns mit eigenen Augen ansehen. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Ich check gar nichts mehr. Zelda war angeblich hier, was gar nicht sein kann, weil die woanders ist. Darunia ist böse. The fuck? Wir kämpfen gegen Goronen? Ich will keine Goronen verprügeln. Ich will keine Goronen verprügeln. Die sind doch so lieb. Ja, genau. Wir haben neue Combo-Attacken. Standard Y-Combo. Los geht's. Holy. Ja, okay, der einzige Unterschied ist, dass sie ganz am Ende noch einmal hochspringt. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, das sah nice aus. Und wir werden mit Felsen bombardiert. Oder sind das gigantische Goronen? Ich weiß es nicht. Ich meine, Goronen sind ja quasi Felsen. So in der Art zumindest. Warte mal kurz, das will ich mir nochmal kurz ansehen. Also 1, 2, 3, 4 und bam, dann, das ist ganz cool, dann lässt sich solche Schwerter regnen. Ja, sah ganz cool aus eigentlich. So, wir gehen mal, boah, ich komm da noch überhaupt nicht drauf klar, dass wir jetzt Goronen besiegen müssen. Ich will keine Goronen besiegen, die sind doch so lieb und nett. Und vor allem Darunia. Der geborene Tänzer Darunia, warum? Was ist mit dem los? Ja, der war immer so freundlich, aber seit dieses Zelda... Moment mal. Ah. Ich habe mich schon gefragt, irgendwas stimmt da ja nicht. Zelda ist angeblich hier. Und seit diese Zelda hier ist, ist da Darunia kacke drauf. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat.
Aber ich vermute mal, die Zelda, die hier ist, ist nicht die richtige, sondern irgendeine böse, die Darunia, ja, weiß ich nicht, eine Gehirnwäsche verpasst hat? Keine Ahnung. Vielleicht hat sich ja Sia als Zelda verkleidet oder irgendein anderer Bösewicht. Weiß ich gerade nicht. Müssen wir uns überraschen lassen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die Story jetzt hier für eine Wendung nehmen wird. Ja, gucken wir einfach mal. Abwarten und Tee trinken. Mehr können wir momentan eh nicht machen und viele Gegner killen. Sehr schön. Aber ich will keine Goronen besiegen. Will ich echt nicht. Schau mal, die sehen doch auch so süß aus. Was, der Hyrule-Hauptmann kann wegen eines Steinschlags nicht vorrücken. Okay. Wo ist der? Direkt vor mir. Okay, dann schauen wir mal, ob wir da was machen können. Kann ich doch bestimmt mit Bomben wegräumen, oder? Vielleicht. Schauen wir mal. Oh, die Wasserattacke ist so episch von dem Paar. Und ja, macht natürlich auch Sinn. Wow, 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 wow. Macht natürlich auch Sinn, dass Wasser hier das Element ist, das ein Vorteil ist. Denn wir sind ja hier. Chill. Am Todesberg und dort ist ja überall Feuer. Ich weiß nicht, ob noch ein Feuerabschnitt kommen wird. Alter, ey. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hoch soll. Oder nicht, aber ich glaube schon. Der obere Westfelsenfestung und Ostfelsenfestung, also diese beiden. Ja, aber in der Westfelsenfestung ist fast kein Gegner, wie mir auffällt. Aber die wollen gerade alle dahin gehen, glaube ich. So, und da ist Secret. Was haben wir denn da? Nein. Warum? Ich will nicht. Übrigens, wir machen es jetzt mal so. Ich lasse das Huhn fürs erste Mal in Ruhe. Und wenn mal ein bisschen weniger los ist, dann werde ich das Huhn vielleicht angreifen. Und ich habe mich auch mal informiert, denn im Wald von Firone war es, glaube ich, da war ja auch schon ein Huhn. Und das habe ich auch besiegt, oder beziehungsweise angegriffen, damit er seine Kumpels holt. Und dann kam ja ein goldenes Huhn. Und ich habe mir gedacht, ja, was passiert denn wohl, wenn ich das besiege? Doch bestimmt irgendwas Cooles. Habe ich gemacht und es ist rein gar nichts passiert. Und ich habe mich jetzt informiert und es soll wohl eigentlich so sein, dass, ja, chill mal. Es soll wohl eigentlich so sein, dass man von diesem goldenen Huhn enorm, Alter, du Arsch, dass man von diesem goldenen Huhn enorm viele Rubine auf einmal bekommt. Aber haben wir ja irgendwie nicht. Und jetzt frage ich mich gerade, warum? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder war das ein Bug? Oder stimmt es doch nicht? Weil ich bin mir trotzdem nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Weil ich habe auch schon ein paar Mal im Internet gelesen von anderen Leuten, dass bei ihnen auch nichts passiert ist. Also, dass das Huhn ihnen nichts gebracht hat. Und ja, da frage ich mich jetzt, was soll denn das? War das jetzt bei allen ein Bug? Vielleicht ist es ja nur im Wald von Firone ein Bug, der auftritt und überall sonst funktioniert. Oder es bringt doch wirklich gar nichts und das war eine falsche Information, die ich da gelesen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren, denke ich, in diesem Level. Aber wie gesagt, erst wenn ein bisschen weniger los ist. Oder vielleicht auch im zweiten Anlauf mit Sheik, denn ich muss das Level ja eh nochmal mit Sheik machen, um mir den Herzcontainer von Sheik zu schnappen. Und vielleicht mache ich es ja da dann. Dann weiß ich auch schon ein bisschen besser über das Level Bescheid, was so alles passieren wird und so. Das wäre vielleicht gar nicht mal so unklug. Weil, ja, ich habe schon noch das Gefühl, dass es wirklich irgendwas bringen muss. Ich meine, die machen da ja nicht umsonst so einen mega ultra starken Gegner hin und dafür kriegt man dann nichts. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das muss schon irgendeinen Sinn haben. Nur halt welchen ist die Frage. Ja, Rubine würde Sinn machen, weil das ja auch golden ist. Aber keine Ahnung. Also ich entscheide mich dann kurzfristig, ob wir jetzt das noch mit Impa hier machen werden oder ob wir es dann mit Sheik machen, wenn ich den Herzcontainer von ihm hole. So, ich will erstmal, glaube ich, den Vorposten hier, Honk hier besiegen, sonst kommen da viel zu viele Gegner. Mit unserer neuen schönen Y-Kombo. Sehr schön, da könnte ich runter, aber ja gut, das sind einige Gegner. Hört auf mich zu schlagen! Och, Corona, nicht mehr. Warum? Ist doch echt fies. Also wer auch immer Darunia eine Gehirnwäsche verpasst hat und wer sich hier als Zelda ausgibt, der bekommt aber richtig Ärger von mir. Ach du Scheiße.
Ich sollte auf jeden Fall runter. Mein Hauptquartier droht zu fallen. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, erobere die Felsenfestung. Witzig. Habe ich nicht die Ostfelsenfestung erobert? Oder haben sie die jetzt wieder zurückgeholt? Wollen die mich verarschen? Kann doch nicht sein. Was soll denn das? Die habe ich doch erobert. Oder bin ich blöd? Ja doch, natürlich habe ich. So ein Scheiß. So, jetzt machen wir mal wieder die Schwerter-Kombo. Die Wasserschwerter-Kombo oder Wasserspeere oder whatever. Die ist aber leider nicht ganz so stark, finde ich. Power-Bomb, nice. Also ich bleibe immer noch dabei, diese andere Wasserattacke von ihr ist stärker. Das ist auch eine der besten Kombos im Spiel. Bisher zumindest, wie ich finde. Also die ist richtig, richtig gut. Also die Attacke von Impa und die Fernattacke von Link, wo er so einen Schwertstrahl nach vorne schießt, das sind, finde ich, die besten Attacken bisher. Also die sind richtig gut, weil sie halt viele Gegner auf einmal treffen können, die auch ein bisschen weiter von einem wegstehen und vor allem, was auch wichtig ist, eigentlich so ziemlich jeder Gegner, der hier in meinen Wasserkreis gezogen wird, stirbt auch. Also schaut euch wirklich immer mal rechts unten die Kills an, nachdem ich so eine Wasserattacke hier eingesetzt habe. Der steigt immer ziemlich heftig nach oben und das ist schon ziemlich nice. Alter, hör auf mich zu schlagen, Gorone. Warum? Wir sind doch Freunde. Wir haben Seite an Seite gekämpft. Und jetzt? Auf einmal? Ach Mann. Aber was ich bei den Goronen ein bisschen blöd finde, ist, dass man nicht sehen kann, ob sie tot sind oder nicht. Denn bei den anderen Gegnern war es ja immer so, dass sie dunkler wurden, wenn sie tot waren. Aber bei den Goronen ist es aus irgendeinem Grund nicht der Fall. So, viele Gegner auf einmal und BAM! Zack! Nice. Und das hat auf einen Schlag gereicht, um den Festungskommandanten herbeizurufen. So, und stirb. Ach du Scheiße. 1000 Feinde, wir wissen, was das heißt. Gegner ignorieren. Völlig ignorieren und Skulltula suchen. Ach du Scheiße. Und Skulltula suchen, das ist wichtig. Aber das Level ist richtig cool, finde ich. Mit den ganzen herunterfallenden Felsen, die uns töten wollen. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Da brauche ich schon wieder... Ich habe schon echt viele Stellen gesehen, an denen man den Enterhaken braucht. Wann kriegen wir denn den endlich mal? Ich will damit jetzt mal ein bisschen was anstellen. So, und wo ist die... Skulltula? Ich habe irgendwie... Scheiße. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir sie nicht finden werden, weil... Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Ich meine, die muss ja... Hier in der Höhle? Oder? Vielleicht? Unter dem Felsen? Schnell, schnell, beeil dich, beeil dich. Ist sie da? Ein Herz, ja toll. Nein, oh Mann, wo ist die? Warte, warte, warte. Achso, ich komme da noch gar nicht durch, fuck. Scheiße. Nein, Skulltula. Wo ist sie? Die muss doch hier irgendwo sein. Töte das Viech. Nein, töte das Viech. Was habe ich denn jetzt gemacht? Man kann auch ranzoomen. Mit, wie habe ich denn jetzt rangezoomt? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe nur aus Versehen herangezoomt. Wo ist die Skulltula? Scheiße, ich finde sie nicht. Ich komme auch hier noch nicht weiter. Ich komme noch nicht weiter nach oben. Fuck! Nein, ich verpasse die schon wieder. Okay, ich meine... Es ist nicht ganz so schlimm, weil wir müssen das Level ja eh nochmal mit Cheek spielen. Aber ich würde halt schon ganz gern wissen, wo die ist, damit ich dann mit Cheek nicht nochmal suchen muss. Ich werde jetzt mal versuchen, so schnell wie möglich diese Festung einzunehmen, weil wir dann vielleicht weiterkommen, weil sich das Tor dann öffnet. Skulltula ist geflohen. Leck mich doch am Arsch. Boah, wie mich das schon wieder aufregt. Mich das schon wieder aufregt. Wenn diese Kack-Skulltulas immer fliehen, das gibt nichts Schlimmeres. Und ich habe jetzt auch was völlig anderes gemacht, als das, was ich eigentlich machen sollte. Wahrscheinlich werde ich jetzt sogar sterben oder so, weil ich was ganz anderes gemacht habe. Ja, jetzt wäre der Weg frei. Die wäre mit Sicherheit hier irgendwo gewesen.
Oder? Jawohl. Nee, ich habe keine Ahnung. Oh, cool. Oh, cool. Oh, hier die Statue aus Ocarina of Time. Wir sind jetzt mitten in... Oh Gott, wie hieß das denn? Oh Gott, bin ich blöd. Oh, bin ich blöd. Mir fällt gerade der Name von der Goronenstadt aus Ocarina of Time nicht mehr ein. Peinlich. Nee, nicht Goronia, oder? Goronia? Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. Boah, es ist peinlich. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade echt blöd. Tut mir leid. Vielleicht steht es ja sogar dran. Vielleicht heißt ja, vielleicht heißt ja das Hauptquartier der Gegner so wie die Goronenstadt. Aus Ocarina of Time wäre auf jeden Fall cool. So, jetzt... Fuck, diese Felsen sind aber auch echt nervig. Aber das gibt der Stage was Besonderes, deswegen ist es cool. So, stirb, stirb. Ihr auch. Nein! Ich komm. Na, das ist echt nervig. Ich komme gar nicht dazu, meine Kombos zu machen, weil mich die Felsen die ganze Zeit aufhalten. Lass mich in Ruhe. So, schnell die Felsenfestung. Das Hauptquartier hält nicht mehr viel aus. Shit. Okay, Felsenfestung. Mann, warum? Jetzt muss ich wieder zum Hauptquartier zurück. Alles nur wegen dieser. Was sind die Felsenfestungen? Das ist die linke, oder? Ich hoffe mal. Ich gehe jetzt mal nicht zurück zum Hauptquartier. Höchste Gefahr, ja toll. Ja, wir werden wieder verlieren wegen dieser super tollen Skulltula, die ich einfach beim besten Willen nicht finden konnte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leben das Hauptquartier noch hat, aber wahrscheinlich nicht mehr viele, wenn da schon höchste Gefahr stand. Also, wir werden jetzt wahrscheinlich jede Sekunde verlieren. Und ich, na fuck, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt was bringt, wenn ich jetzt die Felsenfestung hier einnehme, ob wir dann sicher sind oder ob ich zumindest einen Checkpoint bekomme. Das wäre natürlich schon ganz nice. So, komm her, schnell, beeil dich, beeil dich. Und töte ihn. So, und jetzt? Ist unser Hauptquartier sicher? Ach, wegen den Steinschlägen, jetzt verstehe ich das erst. Stimmt, okay, ich dachte nämlich, das sind Gegner, aber das stimmt ja gar nicht. Sondern wegen den Steinschlägen, okay. So, brauchen die immer noch meine Hilfe? Ich glaube schon. Ich gehe nochmal schnell zurück und guck mal, wie die Lage ist. Aber hier sind eigentlich keine Gegner mehr. Geht's uns noch gut? Ja, geht so. Aber es sind keine Gegner mehr da. Darunia wurde in der Nähe des Raumes des Häuptlings gesichtet. Okay. Das heißt, das Einzige, was es jetzt noch zu tun gibt, ist, das Hauptquartier von den Feinden einzunehmen. Und dann müssten wir es eigentlich geschafft haben. So, ich gehe jetzt mal den rechten Weg hoch, weil da noch ein bisschen mehr Honks sind. Ja, besiege Darunia, dann haben wir es schon geschafft. Checkpoint haben wir auch bekommen. Das ist ganz schön. Ja genau, wir machen es jetzt so. Wir nehmen alles ein, außer halt das Hauptquartier der Gegner, wo Darunia ist. Das machen wir erst ganz am Ende. Und wenn wir alles eingenommen haben, dann... Fuck, hört auf mich zu nerven. Dann reize ich... Wollen die mich verarschen jetzt? Dann reize ich das Huhn, sodass wieder mal das Goldene erscheint. Weil dann habe ich meine Ruhe, dann habe ich nämlich wirklich nur die Hühner als Gegner und nicht die Goronen. Und ich denke mal, das ist sicherer. Was ist denn da in der Mitte? Ach, das ist Darunia, der ist nicht mehr im Hauptquartier. Scheiße. Ja, aber Moment mal, wenn ich Darunia besiegt habe, dann habe ich doch die Mission geschafft, oder? Wartet mal. Besiege Darunia. Ich weiß nicht, kommt da... Ja, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass das zu kurz wäre. Und dass da noch irgendwie was anderes kommen muss. Das ist so meine Vermutung. So, was ist los mit dir? Der Häuptling der Goronen Darunia. Ja, schön, aber warum ist er aggro? Ja, und was ist jetzt, wenn ich ihn besiege? Habe ich dann gewonnen? Weiß ich halt nicht. Wir werden ihn jetzt mal in diesem Part noch besiegen. Ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen schnell hin, aber müssten wir eigentlich. Die Westfelsenfestung. Ja, ich habe es gerade hier mit dem Goronenhäuptling zu tun. Ich habe gerade nicht wirklich viel Zeit. Das sieht nach einer Mega-Kombo aus, richtig? Und bam! Ja, dauert wieder ziemlich lang, bis wir ihm mal was abziehen können, aber das ist ja so üblich bei den etwas besseren Bossgegnern. Aber wir können ihn eigentlich relativ leicht verprügeln und er trifft uns relativ selten. Also so stark ist er gar nicht.
Was war das denn jetzt? Nein! Oh, irgendwie jedes Mal, wenn der mich erwischt, dann betäubt er mich kurz wegen seinem heftigen... Was soll denn das jetzt? Wegen seinem heftigen Hammer? Jetzt dringen die... Ah! Wie geht's dem Hauptquartier? Noch gut? Ja, geht so. Jetzt müsste Darunia ja auch gleich runterkommen, dann setzen wir den Kampf eben hier fort. Und Attacke. Ich habe auch eine Spezialattacke drauf, mein Lieber. Sondern wir machen mal die Wasserattacke aus der Entfernung. Bam. Ja, ich habe ihn aber leider nicht treffen können. Weich aus! Attacke! Treffe an! Sehr schön, sehr schön. Okay. Und bam! Ja, es dauert zwar, aber... Langsam, aber sicher verliert er Leben. Treffe an! Nice! Reicht es? Reicht es? Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Schade. Aber ist nicht schlimm. Chill mal. Ja, der hat schon viel Power, das muss man schon sagen. Aber ist ja auch nichts anderes zu erwarten von dem Coronen-Anführer. So, jetzt aber. Nein, treff ihn halt im Paar. Jetzt aber. Na also. Okay. Nicht mehr viel, dann ist er tot. Sehr schön. Ah, wo ist er, wo ist er? Nein, hau drauf. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Okay, 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 war ganz gut. Ich visiere ihn mal wieder an. Die Westfestung ist gefallen. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Hauptquartier wurde... Was, nicht dein Ernst? Jetzt, weil die das jetzt wieder übernommen haben, haben die jetzt auch wieder ihre Steinschläge zur Verfügung? What? Wollen die mich verarschen? Alter! Okay, dann werde ich jetzt nicht schnell meine Magie einsetzen und Darunia endgültig den Rest geben. Denn, ja, mit Magie hat er keine Chance mehr. So, stirb. Stirb, sagte ich. Und... Bam. Bam. Okay, Darunia ist down. Was gibt er mir? Komm, gib mir was. Los, gib mir was! Hallo? Ja? Gar nichts. Jo, das geht natürlich auch. Warum? Okay, Darunia hat sich zurückgezogen. Wir werden jetzt noch schnell die Westfelsenfestung übernehmen. Achso, ja, ja, doch, die Westfelsenfestung, genau. Damit die wieder ein bisschen chillen mit ihren Steinschlägen. Wow, 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 chill mal. Bisschen viele Goronen sind hier wieder. Nein, fuck! Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ach du Scheiße! Okay, besiege die Goronen-Hauptleute. Okay. Ja, erstmal jetzt die Festung doch wieder einnehmen, oder? Weil sonst haben wir doch richtige Probleme. Und zweimal hintereinander Spezialattacke. Nice. Okay. Unser Hauptquartier müsste wieder einigermaßen sicher sein, vor allem vor Steinschlägen. Und Spezialattacke! Dreimal hintereinander. Sehr schön. Okay, ich muss ja die, oder ich sollte die Goronen-Häuptlinge da besiegen. Ist hier auch einer eigentlich? Nee. Aber hier sind viel zu viele Goronen. Die werden, wenn ich jetzt hier weggehe, in 2 Minuten werden die das wieder übernommen haben. Ja, aber ich sollte mich eher um die Goronen-Häuptlinge kümmern, glaube ich. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, war es das jetzt erstmal für diesen Part. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben, einen Kommentar schreiben und wenn es ganz gut gefallen hat, auch noch meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, beim nächsten Mal werden wir diese Schlacht gewinnen gegen die Goronen. Ich will sie doch eigentlich gar nicht verprügeln. Also, bis zum nächsten Mal.